Ja, ich begleite ja Dorello schon länger hier in der Ausbildung und war immer begeistert von Dorellos Talent bis hin zum Grand Prix und die Versammlungsbereitschaft und der gute Charakter. Und dann wollte ich unbedingt einen Dorello-Hengstfohlen haben. Und da hat mich Rolf Eberhard dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie zu Hause, sein Schwiegervater, zwei Dorello-Hengstfohlen haben. Und dann habe ich das eine, den Dekat, gekauft. Dann haben wir ihn bei Falk Schubert vorbereitet für die Körung. Und er war gleich begeistert von dem Pferd. Er ließ sich so gut arbeiten und dann wurde er eben nach München zur Körung gebracht. Und da ist sogar Falk Schubert geehrt worden fürs beste Longieren und Vorbereiten des Hengstes. Und das war eben Descartes. Und da waren wir natürlich alle stolz und glücklich. Und er selber hat einen super Charakter, das hat er von seinem Vater geerbt. Und dieses schöne, ausdrucksvolle Bergauf, Galoppieren und Traben, immer fleißig und mit gutem Hinterbein und vorne viel Schulterfreiheit und dann pariert man ihn durch zum Schritt. Und das ist auch immer gut im Takt und ja, er macht mit auf dem Turnier und war dann auch Zweiter in Darmstadt-Kranichstein beim Reitpferdeschampionat. Und das hat uns natürlich alle sehr gefreut, dass er da gleich so gut eingeschlagen ist. Und ja, dann ging es weiter übers Bundeschampionat. Und jetzt sind wir vierjährig. Und da geht es weiter in Richtung Dressurpferde A, Dressurpferde L. Und wir sind schon gespannt, wie seine ersten Fohlen sind. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, dass ich da einen Glücksgriff gemacht habe.